folgendes Problem. Wir sitzen im Auto, fahren gerade rum und suchen die Fashion Week. Okay, Fashion Week, wo bist du? Du bist ja Redakteurin bei der L. Genau, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der L für den Digitalbereich. Du hast ja auch in Berlin studiert, genau, ne? Genau, ja. Kannst du sagen, dass da irgendwie jetzt so rückblickend vielleicht einen Unterschied gibt? Es war lustig. Ich war ja wirklich auch auf der ersten Fashion Week mit dabei. Da war ich noch Studentin. Wahnsinn. Und, ja, also ich habe das wirklich von Anfang an miterlebt. Das war richtig cool. Das war eine Riesenaufregung. Sowas gab es ja gar nicht in Berlin und jeder wollte dann dahin. Und es war total voll und viel und alle waren so aufgeregt. Hast du schon irgendwie eine Vorstellung, was sich jetzt verändert oder was du jetzt erwartest von der neuen, von den neuen Formaten, von der neuen Plattform, die Mercedes-Benz hier versucht zu etablieren? Also wenn man sich den Schauenplan anschaut, dann sieht man ja schon, es sind weniger Schauen, es ist ein bisschen kleiner alles. Das finde ich ganz gut. Mhm. Bisschen reduzierter. Außerdem werden ja auch solche Livestreamings aufgebaut, also jeder kann da auch ein bisschen dran teilnehmen. Also ich erwarte davon, dass es so ein bisschen konzentrierter, ein bisschen fokussierter wird. Es wird alles ein bisschen kleiner, vielleicht auch ein bisschen familiärer. Da wart ihr als L gemeinsam mit Mercedes-Benz ja auch schon immer von Anfang an eigentlich so ein bisschen Vorreiter, was so eben vor allem Förderprogramme betrifft mit eurem Jungdesigner-Förderprogramm. Und, ja, zweimal im Jahr suchen wir gemeinsam mit Mercedes-Benz ein junges Talent aus und dem ermöglichen wir dann auf der Mercedes-Benz Fashion Week eine Fashion Show. Dort kann man sich dann kann sich der Designer dann präsentieren. Mhm. Und deswegen fahren wir jetzt zum L Jungdesigner. Nachwuchsshow. Genau. Also nicht jetzt wirklich direkt für das Interview noch zu Ende. Aber ich glaube, das ist auch so generell das Problem an Deutschland oder in Deutschen, dass eben vor allem die Mode nicht so leicht genommen wird. Wobei ich glaube, es ändert sich schon. Ich denke, durch diese ganzen Social Media Sachen, Instagram, selbst die Deutschen sind jetzt mittlerweile infiziert auf irgendeine Art und Weise, ja, ja, und präsentieren sich und spielen mehr mit Mode, als ich es, glaube ich, je getan habe. Da merkt man, dass Digitalisierung tatsächlich auch wirklich was Positives hat und alle haben ja immer so viel Angst davor und die muss man nicht haben. Wir alle können eben ein Stück dazu beitragen, dass wir die Relevanz von der Berlin Fashion Week wieder erhöhen. Medien, wir als Online-Medium oder auch eben starke Industriemarken wie Mercedes-Benz. Das ist halt nur, man muss eben zusammenarbeiten und die Talente erkennen und hingucken und jetzt nicht nur mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ach, ist eh alles scheiße und brauchen wir eigentlich alles nicht mehr. Nee, total, also die deutsche Mode braucht eine Plattform wie diese, das ist ganz wichtig, weil nur so können sich die relevanten Personen einfach vernetzen. Wenn man die deutsche Mode nach vorne bringen will, dann geht es nur mit vereinten Kräften. Mhm. Und man ist immer zusammen am stärksten und wenn alle zusammen mitspielen, dann wird das auch was.